Hallo zusammen, ich wünsche euch frohe und gesegnete Ostern. Ich habe mal vor etwas längerer Zeit, das ist nicht so lange her, ein Video gepostet, wo ich einen sogenannten Bomb Blast mit einem Jazz Ride Pattern gespielt habe. Und über dieses Video soll es heute gehen, denn ich möchte euch beibringen, wie man diesen ungewöhnlichen Blast eigentlich spielt. Und das ist heute quasi mein Osterei für euch. Ich beginne jetzt mit dem Workshop. Fangen wir doch einfach mal mit dem Bomb Blast an. Der Bomb Blast ist quasi basierend auf dem Achtelrhythmus, und zwar die Bassdrum und Snare Drum werden durchgehend gleichzeitig gespielt. Das Ganze hört sich so an. Nun, jetzt hat man die Möglichkeit, diesen Bomb Blast etwas zu verfeinern, und das habe ich in diesem Fall mit dem normalen Swing Ride Pattern gemacht. Und das Swing Ride Pattern besteht aus einem Six-Stroke Roll, wo wir die ersten beiden Schläge spielen und dann den fünften Schlag. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Ganze klingt an meinem 20 Zoll Crash gespielt so. Und was wir jetzt machen können, ist, wir kombinieren den Bomb Blast mit dem Swing Ride Pattern, und dann kommen wir zu dem Gesamtergebnis, wie das in dem Video, was ich unten in der Beschreibungsbox verlinkt habe und auch hier so klingt. Und ich werde das einmal jetzt langsam spielen und dann etwas schneller. Also jetzt erstmal etwas langsam. Und das Ganze jetzt etwas schneller. Klingt das nicht sehr interessant? Also ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr interessant, wie das Ganze klingt, und man kann es so viel erweitern, aber ich belasse es jetzt genau bei diesem Teil, und ich werde jetzt noch einmal diesen sehr speziellen Blast spielen für euch. Und ich muss sagen, ich finde das einfach echt genial, wie dieser Blast klingt. Und ich hoffe, euch hat dieses Osterei gefallen, und wir sehen uns jetzt in der englischen Version von diesem Workshop. Also macht es gut. Ciao, ciao.